Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Jurassic Labyrinth. Wir sind mittlerweile schon bei der 10. Folge angelangt. Das heißt, nach dieser Folge ist das zweite Drittel hier von diesem ganzen Format abgeschlossen. Wir haben dann nur noch 5 Kämpfe vor uns und dann können wir auf jeden Fall die Gewinner hier, die ersten 3, die dann auch in echt einen Preis erhalten. Und falls ihr auch noch die Möglichkeit haben wollt, hier an diesem Projekt teilzunehmen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Am Ende verrate ich dann, wie ihr die Möglichkeit habt, hier einen der Dinosaurier zu übernehmen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier den Edmontosaurus, welcher ja heute dran ist, ausbrüten, schauen wir uns nochmal ganz kurz die Tabelle an und gucken mal, wer momentan so auf den ersten 3 Plätzen ist und damit einen Preis gewinnen würde, wenn sich hier nichts mehr ändert. Und wie wir sehen können, ist das momentan der Leandro Haag mit dem Carnotaurus auf Platz 3. Der Edgarda Heilige mit dem Velociraptor auf Platz 2. Und mit einer wirklich, wirklich guten Zeit ist das der Musslos mit dem Struthiomimus auf Platz Nummer 1. Natürlich kann sich hier noch alles ändern. Der Edmontosaurus zum Beispiel ist auch ein sehr, sehr guter Kandidat. Wenn er dann erstmal auf 2 Beinen Fahrt aufgenommen hat, dann ist er hier wirklich, wirklich schnell unterwegs. Und ich denke auf jeden Fall, dass derjenige, der jetzt hier den Edmontosaurus bekommen wird, eine sehr, sehr gute Chance auf einen Preis hat. Aber wir werden sehen. Ich würde sagen, wir brüten ihn jetzt aus. Und dann wird sich zeigen, wer hier den Edmontosaurus übernehmen wird und wie er sich natürlich im Labyrinth schlagen wird. Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie er hier ganz gemächlich herauskommt. Er ist wirklich ein sehr, sehr schöner und anmutiger Dinosaurier. Hat eine sehr, sehr schöne Färbung auf dem Kopf. Also das gefällt mir sehr gut. Er erinnert mich auch immer so ein bisschen an Jar Jar Binks von Star Wars. Das finde ich immer sehr, sehr lustig, weil er sieht vom Kopf halt wirklich genauso aus, oder? So, jetzt ist er auf 4 Beinen unterwegs. Da sieht man, er ist jetzt vielleicht nicht der schnellste Kandidat auf 4 Beinen. Aber er kann auch auf... Ja, das sieht man sogar jetzt. Perfekt. Auf 2 Beinen ist er halt echt fix unterwegs, wie ihr seht. Ihr wollt aber jetzt sicherlich wissen, wer hier den Edmontosaurus übernehmen wird. Und der oder die Glückliche ist Hanna Faber mit dem Kommentar: Liebe deine Videos, würde mich freuen, wenn ich es bin. Also, Hashtag Edmontosaurus. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Hanna. Du bist der Edmontosaurus und darfst hier dein Glück versuchen. Ich denke, du hast eine sehr, sehr gute Chance hier auf einen Treppchenplatz. Und ich werde ihn natürlich wieder umbenennen, bevor ich es vergesse. Hanna Faber. Und dann würde ich sagen, bringe ich euch zurück, wenn sich der Edmontosaurus gestärkt hat und bereit ist für das Labyrinth. Bis gleich. Der Edmontosaurus befindet sich jetzt hier im Landeanflug. Jetzt steht er auf allen 4 Beinchen. Und jetzt gleich geht's los für ihn und somit für die liebe Hanna. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich mache jetzt hier nochmal einen kurzen Cut, bis er dann in das Labyrinth geht. Und das ist jetzt schon der Fall. Er geht jetzt auf jeden Fall auf den Labyrinth-Eingang zu. Und ihr wisst Bescheid, die Zeit startet wie immer, wenn er dann das Labyrinth betritt. Und das wird jetzt hier eine spannende Runde für den Edmontosaurus und somit für die liebe Hanna. Und wir drücken natürlich feste die Daumen und die Zeit, die startet jetzt. Es geht jetzt hier los, die Zeit ist gestartet und der Edmontosaurus, der ist hier ganz gemütlich und gemächlich unterwegs. Aber er ist hier schon mal nicht falsch abgebogen, also geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wäre aber schon schön für die Zeit auf jeden Fall, wenn er jetzt hier seine Vorderbeinchen anhebt und mal einen kleinen Sprint hinlegt, weil in dem Tempo hier, dann wird das nichts. Also er muss hier auf jeden Fall versuchen, ein wenig das Tempo anzuziehen, um hier eine Chance auf einen Treppchenplatz zu haben. Denn ihr wisst ja, für die ersten 3 Plätze wird es dann auch einen kleinen Preis geben auf jeden Fall. Aber damit das Ganze hier nicht allzu lange dauert, werde ich jetzt auf jeden Fall mal eben den Zeitraffer aktivieren. Dann sehen wir das Ganze ein wenig in erhöhter Geschwindigkeit. Und man sieht, er bleibt jetzt auch öfter mal stehen und so weiter. Das kostet alles wertvolle Zeit. Er ist jetzt hier schon über 1 Minute 20 Sekunden und er ist jetzt aber gleich schon bei der Hälfte. Also so schlecht ist die Zeit bis jetzt nicht, aber er ist sehr, sehr langsam unterwegs. Ich habe jetzt den Zeitraffer auch nochmal kurz ausgemacht. Wir gucken nochmal eben, wie es ihm geht. Wir schauen ihm mal zu. Jetzt seht ihr mal in Echtzeit, wie er hier rummarschiert. Und ihr seht schon, das Essen und das Trinken ist schon sehr weit runtergegangen. Also der Anreiz sollte auf jeden Fall da sein für den Edmontosaurus. Aber er ist hier nur am Meckern und am Brüllen. Aber er will nicht richtig lossprinten. Das ist ganz verwunderlich. Und das ändert er hier leider in der zweiten Hälfte auch nicht. Also er ist hier wirklich, wirklich langsam unterwegs. Ihr seht, die Zeit tickt gnadenlos gegen ihn. Er ist jetzt schon gleich bei 3 Minuten. Und das sieht hier ganz klar nicht mehr nach einem Treppchenplatz aus. Aber vielleicht schafft er ja noch eine einigermaßen gute Zeit in die, zumindest in die obere Hälfte, dass er unter den ersten 7 oder so am Ende dann sein wird. Das wäre ja auch schon gar nicht so verkehrt, aber
Wir werden sehen. Also er schleicht hier wirklich zwar kontinuierlich, aber sehr, sehr langsam Richtung Ziellinie. Ich lasse den Zeitraffer mal noch ein bisschen an hier. Zwar nicht mehr auf ganz so schnell gestellt, aber die letzten paar Meter, die gucken wir uns dann nochmal ohne Zeitraffer an. Und das machen wir jetzt. Und jetzt seht ihr mal das normale Lauftempo von ihm. Ihr seht, er ist wirklich am Schleichen. Also kein Wunder, dass er hier eine Zeit von über 4 Minuten jetzt erreicht hat. Aber immerhin ist es keine Zeit über 5 Minuten. Und ich denke auch, das sollte auch so bleiben. Wenn er jetzt hier nicht totalen Aussetzer hat und umdreht oder sowas. Aber das sieht hier ganz gut aus eigentlich. Und damit überschreitet er die Ziellinie und hat eine Endzeit von 4 Minuten, 41 Sekunden und 29 Hundertstel. Das, meine liebe Hanna, ist eigentlich eine ganz solide Zeit. Ist zwar jetzt keine Top-Zeit, aber eine solide Zeit. Und damit wirst du dann nachher auch auf jeden Fall in unsere Tabelle eingetragen. Vielen, vielen Dank schon mal an dich fürs Mitmachen. Natürlich darfst du dir jetzt hier erstmal was zu essen und zu trinken gönnen. Und für alle die, die hier noch teilnehmen möchten an diesem Projekt, bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ich werde jetzt den nächsten Dinosaurier auslosen und mit etwas Glück könnt ihr dieser dann sein. Wie genau das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. Ja, Leute, das war der Edmontosaurus und ihr wisst, was jetzt ansteht. Wir werden wieder mit unserem Rad ermitteln, welcher Dinosaurier als nächstes durch unser Labyrinth muss. Und dafür drehen wir das Ganze einmal und dann werden wir sehen, wer der nächste Kandidat sein wird. Und es ist der Keratosaurus. Sehr, sehr interessanter Kandidat auf jeden Fall. Und falls ihr der Keratosaurus sein möchtet, dann müsst ihr einmal Hashtag Keratosaurus unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr dann dieser werden. Und ich würde mich sehr freuen, falls euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und damit verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Dandy.